Hallo, darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Nicole Groß. Ich bin Teil der Next Generation DKE und ich arbeite am FZI-Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe als Verwaltungsleiterin und stellvertretende Geschäftsführerin. Oh, wow. Was würden Sie sagen, warum Normung für Sie wichtig ist? Ja, das Thema Normung ist insofern essentiell, als dass es uns Märkte eröffnet. Es eröffnet Märkte für Produkte, für Innovationen, die nur durch vernünftige Normung und Standardisierung tatsächlich die Möglichkeit bekommen, sich auch auf den Märkten etablieren zu können. Es verbindet Märkte, bedeutet auch weltweit, wenn es Normen und Standards gibt, die nationenübergreifend geltend gemacht werden können, ist es möglich, tatsächlich eben auch größere Märkte für sich erschließen zu können. Okay. Was ist das Besondere, während Sie jetzt die ganze Zeit in der Normung aktiv sind? Ja, für mich persönlich war das Besonderste, dass ich letztes Jahr die Gelegenheit hatte, selbst live mit dabei zu sein. Ich war beim IEC General Meeting als Young Professional mit dabei in Tokio und ja, das war natürlich ein riesiges, großes Highlight für mich. Das glaube ich. Wenn Sie heute noch mal ganz jung wären, was würden Sie noch mal genauso tun? Vielleicht was ich in Ergänzung tun würde, wäre vielleicht ganz interessant. Vor ganz, ganz langer Zeit, also mittlerweile auch schon über 15 Jahre her, habe ich mal Elektrotechnik und Informationstechnik studiert. Ich selbst habe heute die Gelegenheit, manchmal auch vor den Studenten stehen zu dürfen und lehre unter anderem auch zum Thema Qualitätsmanagement. Und hier muss ich sagen, wäre ich damals auch froh gewesen, tatsächlich, wenn das Studium bereits früher diese Möglichkeit geboten hätte, das Thema Normung und Standardisierung eben mit einzubringen und auch Ingenieure bereits in jungen Jahren damit vertraut zu machen.